Ah, wer kommt denn da angekrochen in dieser neuen Folge? Attila? Das mächtige, wie heißt du nochmal, Sassanidenreich, möchte Ja. 600 Gold von mir haben. Oh ja. Und was muss ich am Anfang einer Frienfolge machen? Weiß ich nicht, erstmal schnauben. Seid gegrüßt. Wieso darf ich denn jetzt nicht, muss ich noch irgendwas machen? Deren Forderung 600, ich kann nicht auf Vorschlag übermitteln, nee, was? Du musst den Vorschlag zuerst übermitteln, Ach, du entschuldige. Ich musst dachte, ich erst. hätte schon drauf gedrückt. Was war noch ausgegraut? Genau. Ja, ach, mein Untertan, nimm ruhig, hab Freude damit, genieß es. Dann kann ich nämlich mal die letzte Stadt hier, die noch ist, umbauen. Ja. Passt mir ganz gut. Kriege ich ja bestimmt irgendwann wieder, also. Hast du schon wieder bekommen. Ja, zehnfach. Ja, ich hatte jetzt So. gerade mal 2000 auf dem Konto, das war schon mehr als die letzten 50 Runden. Da konnte ich auch mal 600 hergeben. Ja. Gut, und Ja, genau. Was ansonsten. ist passiert? Ich habe mir die Stadt hier oben geschnappt, Ephesos. Ephesos, genau, wir gucken mal Das ist hin. jetzt meine. Ja, leichte Verluste. Und. Direkt daneben stehen zwei römische Armeen, eine Aber es sind zwei Rebellen. verschiedene römische Armeen, genau. Genau, und einmal richtige Römer. Und jetzt, ja, ist die Frage, was die miteinander machen. Ja, vermutlich werden sie beide meine Stadt angreifen, sich gegen mich verbünden. Natürlich. Das Und ich ist ja lege Wert meistens darauf, so. dass es meine Stadt ist. Meine! Ephesos, die gehört mir jetzt seit einem Monat. Ist meine. Die Himja, was machen die? Machen gar nichts. Die Hunnen, was machen die? Gar nichts. Oströmer. Die. Nee, die gehen nach Myra! Natürlich! Wo Aber sonst? Myra sieht gar nicht so schlecht aus. Das könnte ich schaffen. Sogar Ja. automatisch. Ja, ist ja auch eine mittelgroße Stadt mit einer ordentlichen Garnison. Ja. Ja, wann wird er mir anzeigen hier, ob ich mitmachen darf? Ja, sieht wirklich gut aus. Kann man machen, so 75% Chance ungefähr. Ja. Ja, doch, doch, Das wird doch, fast doch. verzweifelt, würde ich sagen. Sie haben gewonnen. Ehrlich. 75% und sie haben gewonnen. Und nur zwei, und nur ein Drittel ihrer Männer verloren. Ja, Nick, ich weiß auch nicht, was ich dir da dazu irgendwie sagen soll. Das muss halt auch einfach gerade nicht sein. Komm, brennt Myra nieder. Einfach weil. Just cause. Ne, die wollen die gar nicht haben. Die wollen ihr einfach nur plündern und wieder gehen. So mag ich das. Ja, Fraktion Anatolien wurde vernichtet. Das hast du gemacht, glaube ich. Fraktion angetroffen. Makedonien. Wo? Ach so, in Makedonien. Wer hätte das gedacht? Zoomt das ganz lustig hoch nach Makedonien und ja. So, ich habe jetzt hier ein Heerbannzentrum gebaut. Das heißt, ich kann in Jerusalem jetzt auch endlich mal mehr Einheiten als die paar Hanseln bauen, die ich vorher konnte. Ja. Das ist gut. Kundschafter, hier, was haben wir hier noch? Was ist das? Speerträger der Wüste. Stellt Garnison bereit. Kostet aber Nahrung. Na gut, kümmere ich mich später drum. Jetzt schaue ich erstmal, was mit der Armee hier unten geht. Yathrib wird nicht mal belagert. Okay, ich ziehe da jetzt einfach mal meine 20er Armee rein. Wenn die nicht belagern wollen, das. Pfe. Die haben sich echt vor der Stadt da so hingestellt, einfach. Die Deppen. Und kampieren da. Also ich baue jetzt mal Yathrib nicht weiter aus erstmal. Es kann ja schon sein, dass ich Ja. das irgendwie verliere. So, was ich jetzt aber mal mache, ist hier rüberfahren nach Konstantin. Nee, Konstantia. Wo kann ich da Ja. dann an Land gehen? Direkt neben der Stadt, glaube ich. Nicht direkt daneben, oder? Doch, könnte sein. So, sieht gut aus. Und Angriff. Angriff, übernehmen, automatischer Angriff. Aggressiv. Die haben nur halbtote Hansel da in der Stadt. Was mich irritiert, weil warum brennt die Stadt schon, bevor ich Weil da angreife? gerade die Alanen waren, Ah, bevor sie okay. zu mir gekommen sind. Ah, dann das erklärt's. Die Alanen sind tot, also brauche ich auch keine Angst haben, dass sie zurückkommen. Besetzen. So, damit habe ich meine erste Hafenstadt am Mittelmeer. Sehr schön. Nice, nice. Und Und meine das Gebiet Einnahmen ist haben jetzt sich. weiß, das sieht viel besser aus, als wenn es wie vorher rot war. Ah, ich wollte die Runde doch noch gar nicht beenden. Oh Gott, was passiert hier? Genau, dann haben wir das. Dann sind die da. Dann können. Kann die Armee ja eigentlich wieder zurück in unser Reich hier. So, dann sind wir nämlich auch wieder bei plus minus null öffentliche Ordnung. Das gefällt mir auch viel besser. Ach Gott, ist das alles schwierig. So. Also ich kann mal ein neues Gebäude hier bauen in Arabia Magna. Da ist jetzt Wachstum mal wieder so weit, dass es geht. Arabia Magna hatte nicht das Problem mit den Kirchen. Genau, das habe ich, da habe ich schon eine Kirche.
Haben wir da Nahrungsprobleme? 10 Nahrung ist gerade, also auch gerade Winter, also es kann auch sein, dass es daran liegt. Können auch mal irgendwie. Ja, dafür können wir auch hier Kamelfarmen einfach ausbauen. Da gibt es auch mehr Nahrung. Armeetechnisch. Was habe ich denn da? Sehe ich irgendwo, was für Soldaten ich rekrutieren kann? Wenn keine Armee drin steht? Eigentlich nicht, ne? Nee. Achso, ich habe ja eine Armee da, um Gottes Willen. Einen rekrutieren. Also ich habe hier so verschiedene Reiter. Ist jetzt auch noch nicht so viel. Ich würde vielleicht da auch mal Armee ausbauen. Aber habe ich da schon so ein Lager? Heerbannenlager habe ich doch da schon. Und Heerbannenzentrum auch. Ich habe eigentlich das. Ist das nicht dasselbe? Das Heerbannenlager wird doch zum Heerbannenzentrum. Warum habe ich das zweimal? Das kann ich doch abreißen einmal, oder? Das macht doch keinen Ja. Sinn. Zweimal dasselbe Rekrutierungsgebäude zu haben. Nur Ja, ich einmal in würde auch Stufe Stufe 1 und. 2 Gebäude abreißen. Also ich habe jetzt ein Stufe 1 Gebäude abgerissen. Ach so, okay, du 1 und 2 ist es okay. Ich Ich dachte habe 2 einen, und genau, ich 2. habe einen 1er und einen 2er. So, und Ja, okay, die dann. ganzen 3 Gebäude habe ich beim Militär auch nicht. So, dann machen wir mal hier einfach was mit Wohlstand, irgendwie Werkstätten oder sowas. Eisenschmelze, Ressourcenproduktion, Eisen. Mache ich das mal, dann kann ich vielleicht mal so ein bisschen handeln. Ja. So. Jetzt habe ich doch was in Yathrib gebaut, aber ist mir jetzt egal. So, gut, das dazu. Gucken wir nochmal kurz hier, wie sieht's aus, wenn ich meine Steuern mal auf hoch stelle. Nehme ich 4000 ein übrigens pro Runde. Das kann ich demnächst auch mal machen, wenn ich nicht mehr überall minus 70 öffentliche Ordnung habe. So. Aber in Arabia Magna geht's voran, da habe ich plus 8 pro Runde Wechsel, also. Das ist ja schon gar nicht mehr so wenig. So, dann beende ich. Muss ich noch irgendwas machen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht, dass ich was vergesse. Die Armeen habe ich alle bewegt. Ich habe ja nur drei. Ach ja, meinen Spion wollte ich Richtung Alexandria bewegen. Der sollte mal ein bisschen scouten. Ja. Für demnächst dann. Wenn sich das mit Konstantia da beruhigt hat. Ja, hier steht noch ein Spion. Ach nee, 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 Alexandria lasse ich, glaube ich. Ja, nee, so wichtig ist mir die Stadt dann doch nicht. Sollte dir aber wichtig sein. Ja, ist aber gar nicht so. Vielleicht nehme ich auch doch erstmal die Inseln auf dem Mittelmeer ein. Das ist, glaube ich, jetzt gerade sinnvoller. Kommst du mit deiner 20er-Armee im Süden der Waffenbrüder, kommst du damit bis zu den Himja hin? Das werden wir gleich sehen, aber erstmal muss ich Ja. eine kleine römische. Ich komme nicht bis zu dieser scheiß römischen Armee. Welche, welche, welche? Bei dir da Die. oben? Bei Ja. Myra? Ach du doch, ich komme über ein. Nee. Ehrlich, wollt ihr mich verarschen? Aber wenn du jetzt deine. Welche Armee würdest du denn von Von Dings? Von Ephesus Ephesus. würde ich. Aber dann gehen doch die römischen Rebellen da hin und nehmen die dann ein, die Ja, aber Stadt. das ist ja eine Stadt mit Mauern. Achso, okay. Ja, Ja, gut, ist okay. ja, dann sollen die halt Myra zerstören. Ich meine, Myra ist sowieso keine wichtige Stadt. Dann repariere ich da jetzt auch einfach nichts. Mir noch scheißegal. Pups, egal. Wie sieht's mit deinem Einkommen pro Runde aus? Das müsste jetzt ja durch die zwei belagerten, ne, eine kaputte und eine belagerte Stadt. 6,5. 6,5. Das ist noch so mittel viel. Ja, ich krieg das halt einfach aktuell nicht höher, weil halt auch immer irgendwo was kaputt geht. Ja, du hast halt auch ganz schön Stress, wenn ich mir das mal angucke, was hier so an Armeen einfach in deinem Einflussgebiet rumkreuzt. Das Problem habe ich ja Ja, gerade hier gar nicht oben so ist sehr. halt einfach eine ganze Menge los und jetzt das mit der Stadt, die hier unten kaputt ist, die bindet natürlich Energien, die ich dafür eigentlich nicht einsetzen wollte. So, jetzt machen wir eine 20er Armee draus, dann kann ich nächste Runde Tyra wieder aufbauen. Ja. So, ich komme bis in die Unterstützungsbereich der Stadt rein, in den Unterstützungsbereich der Stadt rein. Ja, dann können wir ihn auch immer noch nicht angreifen. Dann machen wir das vielleicht mal Nee, angreifen kann ich ihn nicht, aber nächste Runde. das geht leider nicht. Da komme ich nicht hin. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Will ich irgendwen adoptieren? Nein. Aber du hier kannst mal dir eine Frau suchen. Suche dir ein Weib. Genau, und vielleicht kriege ich auch irgendwann mal einen ehelichen Sohn. Ich glaube zwar nicht mehr dran, aber Wahrscheinlich nicht. Ich meine, mein Stammbaum hat halt jetzt tatsächlich. Oh, der eine sieht anders aus. Der ist jetzt tatsächlich schon größer, weil er 8 geworden ist.
Und dann habe ich halt noch 1, 2, also mit dem habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uneheliche Söhne und eine uneheliche Tochter. Mein einer Sohn ist auch schon 6, ist aber auch der uneheliche. Ich glaube, die unehelichen Söhne werden alle irgendwann mal unsere beiden Reiche übernehmen, weil. Ja, na gut, ich meine, das ist jetzt eher, ganz ehrlich, lieber die als Irgend so ein Hansel. Oder noch schlimmer, ein Mädchen. Mädchen. Na, Ich denk meinte mal jetzt darüber eigentlich nach. jetzt, dass man irgendwen adoptieren muss, aber Na gut, habe ich ja so, schon so wer ist gemacht. denn? Also mein jetziger König ist ja schon der Adoptivsohn des alten Königs. Ja, meiner auch. Also Meiner sag auch. das nicht zu laut, mein Aber Freund. darunter sind alle anderen auch adoptiert. Ne? Mein ganzer Stammbaum besteht nur aus adoptierten Leuten. Ja, das kenne ich irgendwoher. Ein König ist 39, seine beiden Adoptivsöhne 32, 39 und in der nächsten Stufe 34, Der 42. 42-Jährige, der muss sich doof vorkommen. Ja, und dann Voll. kommen ein paar jüngere, 30, 24 und 25. So, aber das tut nichts zur Sache, was wollte ich denn jetzt noch machen? Überhaupt nicht. Irgendwas wollte ich gerade noch machen. Geld wollte ich mal ein bisschen sparen, Das ist eine sehr weil gute ich Idee. nächste Folge ja das Ding kaufen muss. Die Stadt, ja, die wird Ja. um die 10.000 kosten wahrscheinlich, also mit einer 20er Armee. Das wird schon Ja. teurer. Ich gucke noch mal ganz kurz, wie es mit der Nahrung jetzt in den meisten Provinzen aussieht. Kilikien. Dort. Achso, da ist ja auch wieder alles kaputt gegangen. Das erklärt, warum das nicht funktioniert. Ehrlich, die Piers zu reparieren kosten 1300. Wollt ihr mich alle verarschen? Ich hasse euch so sehr. Ey, aber wirklich mal hier die Konstantia, die ist auch so niedergebrannt worden von den scheiß Alanen. Da kostet auch alles, ist alles bei null, ne? Also die ganzen Gebäude. Es Ja. kostet auch 2000 die Piers zu reparieren und 1000 die Felder. Das ist ja mies. Alter. Da haben sie ja wirklich komplett runtergewirtschaftet. Stadt kostet auch 1000 zu reparieren. Also 4000. Oh. Oh Mann. So. So eine kleine Scheißinsel. Ich wette, die römische Armee läuft jetzt nach Tarsus und macht die Stadt kaputt. Ah, nö, jetzt habe ich hier erstmal. Das ist ja nicht so Gut. schlimm, das kriegst du hin. Nö, das sollte kein Problem sein. Das Automatisch. ist ja wirklich kein Problem. Kriegst du halt 23 Mann Verstärkung, siehst du das? Yay, irre. Wow. So, da geht da so ein schönes kleines Schiff unter. Eine Armee weniger, die rumschifft und nervt. Ja. Rumschiffen. Das klingt so, als würden sie überall hinpinkeln. Burgunder, Franken, Sachsen. Na, mit denen haben wir überall noch nichts zu tun. Himja, mit denen haben wir was zu tun. Ja, die wollen Friedensabkommen und zahlen mir 2000 dafür. Bin ich nicht dafür. Und Weil wir, 2000. aber wir sind kurz davor, sie auszulöschen, quasi. Kannst ja Aber mal fragen, ob sie zum Marionettenstaat werden wollen. das wollen sie bestimmt nicht. Ich nehme das jetzt an und wenn du den, ach so, das geht ja dann nicht. Nee. Was ist mir wichtiger, meine Vertrauenswürdigkeit oder 2000 Geld? 2000? Who cares? Ich geb dir die 2000. Okay. Irgendwann. Ja, da hättest du mal das Kleingedruckte lesen sollen. Es gab kein Kleingedrucktes. Sprachlich Kleingedruckte. Das Geflüsterte. So, macht er jetzt noch irgendwas? Der ist nur 3 Meter gelaufen und das war's jetzt, oder was? Ah, oh, er ist 10 Meter gelaufen. Okay. Gut, den greife ich dann jetzt aber auch nicht an. Ne? Ich ziehe dann nur zu dem hin und kann Ja, sich ja dann daneben siehst du seine stellen. Armee? Ja, die ist bisschen südlich der Stadt. Im Tal sozusagen. Kriegen wir hin. Wir scheuchen ihn jetzt Ja. zurück in seine Hauptstadt da unten und dann auf dem Weg irgendwo werden wir ihn schon erwischen. So. Was mit den anderen? Palmyra, niemand. Die Westgoten, ey, es ist ja aber Fraktionsschwund, ne? Jede Runde geht eine Fraktion hops. Die Westgoten sind im Arsch. Ja, Chess. waren das nicht die, die sich gerade gegen meine Küste geschmissen Ja, haben? das kann gut sein, ja. Einfluss für Jaffna. Jaffna war mein König, ne? Na gut, dann soll er mal. Aber mit dem will ich gerade eh nichts machen. Verleumdung. Da schmeiße ich mich mal mit meinem gesamten Gewicht dagegen. Und das ist gar nicht mal so wenig. Diplomatie. Makedonien und Vandalen sind im Krieg. Na gut, das kann passieren. Dieses Gebäude wurde abgerissen, deswegen habe ich auch ordentlich Geld. Kanäle habe ich jetzt. Ich habe berittene Speerträger jetzt erforscht, das ist auch gut. Und Insulae Orientalis hat Nahrungsmangel, was hauptsächlich daran liegt, dass einfach alles niedergebrannt ist.
Na gut. Können ja mal die Stadt umbauen, kann ich nicht. Dann repariere ich jetzt mal die Nahrungsversorgung. Hä, sollte das nicht 1000 kosten? Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe immer noch 4000. Ich hatte eben auch 4000. Jetzt habe ich geklickt reparieren und das kostet immer noch. Ach so, weil ich abreißen geklickt habe. Oh, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte die reparieren. Ja, gut, Das dass es ist zu mir spät, aufgefallen oder? ist. Nee, nee, hat noch Ne? funktioniert. Kann man Rechtsklick machen und einfach nochmal ändern. So, dann stelle ich mal meine Armee hier so. Oder ich stelle die hier auf die andere Seite. Vielleicht können sie dann In nicht an mir Bewegung, mein vorbei. Herr. Weiß ich nicht, mal gucken. So. Gut, dann kannst du ja, wenn du dran bist, da von der anderen Seite kommen. Dann kriegen wir sie vielleicht. In welche Richtung forsche ich? Ich will jetzt mal hier Belagerungswaffen erforschen. Aber du Erforschern. stehst doch auch gar nicht neben der Armee, oder? Das ist Doch. doch bloß der Kundschafter. Ach, das ist nur der Kundschafter. Ach so, ja. Na nun gut, dann laufe ich mal. Ich habe das verwechselt. Dann laufe ich mal weiter nach Süden. Da ist nämlich die Armee. Hier, da schau her. Erwarte weitere Befehle. Siehst du. Gut, naja, kannst du ja mit deiner Armee dann neben meine laufen. Ja. Ich will jetzt Belagerungswaffen haben. Ich erforsche jetzt mal hier Militär weiter, auch wenn es 12 Runden dauert. Ist mir jetzt egal. So, hier steht eine oströmische Armee direkt neben Akaba. Das finde ich super, das finde ich wunderbar. Da freue ich mich. Ey, mit den scheiß Oströmern, da ist man aber auch nie fertig, oder? Nee, davon gibt es heute Mann. auch einfach zu viele. Armee behindern, Armee fehlleiten. Ich probiere das jetzt mal. Nicht hier oben noch irgendwo eine Armee rumzustehen? Ja, oben in Ach Konstantia so, muss ich aber stimmt. erstmal runterfahren. Das dauert ja ewig auf Schiffen. Gut, der hatte keinen Erfolg oder was? Der dämliche Einmal Depp. hat Na viele gut. Gesichter. Ja gut, ich kann schon mal runterfahren. Es dauert aber auf jeden Fall eine Runde, bis er da ist. Und das ist dann wahrscheinlich die, genau die Runde, die die Stadt nicht hat. Was ist das? Lachmidischer Kundschafter. Der ist eigentlich ziemlich stark. Ich rekrutiere mal wieder ein paar Einheiten. Das erste Mal seit langem. Aber meine kleine Viererarmee mal zu einer etwas größeren machen. So, wir können ja mal die Oströmer fragen, ob die nicht Freunde werden wollen. Ich habe keine Lust mehr, gegen die zu kämpfen. Oströmisches Reich. Ist übrigens gar nicht mehr so stark. Das Oströmische Reich wird mir mit 50-50 angezeigt gegen mich. Also ich Okay. bin Kräfteverhältnis 50-50. Ja, ich glaube, die haben halt auch nicht mehr so viel. Ich meine, hier oben sind sie komplett weg, ne? Und Die gutes haben nur noch die Schild. Insel und das Ja, das unten. stimmt. Ich kann Ihnen ja mal eine Zahlung anbieten. Vielleicht wollen Sie ja Geld haben. Nö. 2000 wollen Sie auch nicht haben. 3000 wollen Sie auch nicht haben. Oh. Gut. Pech gehabt. Dann nicht. gut. Würde ich auch so sehen. Weiß ich nicht. Finde ich nicht so gut, was da jetzt ist mit der Armee, aber ist dann jetzt so. Ah, ich kann auch einen Provinzstatthalter einsetzen in Insulae Orientalis. Dann nehme ich da jetzt noch so einen Jungschen hier. Was kann der? Rekrutierungskosten. Ja, dann ist das so ein Agententyp. Der darf dann dahin. Dann adoptiere ich den demnächst noch. Und der Forschungsrate, Rekrutierungskosten, Wohlstand, religiöser Einfluss. Komm, das sieht doch gut aus. So, jetzt. So, du bist dran. Und dann guck doch mal, ob du vielleicht zu der Armee runterkommst. Oder Ja. zumindest neben mich dich halbwegs stellen kannst, weil sonst stehe ich da ganz alleine. Das fände ich doof. Meine Ehefrau, die wenigstens ein bisschen besser ist. Allerdings keine negativen Eigenschaften. Aber so ein +2 für den Einfluss für den Ehemann wäre halt auch nicht schlecht. Ja, doch. Aber habe ich nicht. Hat schon was. So, ich schaue mal, ob ich mit meiner Armee da runterkomme. Und ich komme nicht bis zu deiner Armee runter. Das ist schade. Wenn ich das Ich gewusst hätte, wäre ich nicht so weit vorgelaufen. Na, naja, lauf komme. mal, soweit du kommst. Genau. Dann können sie uns wenigstens nacheinander einzeln erledigen. Genau, bis dahin komme ich. Das ist wirklich auch wieder so rufreich, weil so, hey Leute, hi. Wir werden gerade abgeschlachtet. Ja, kann man nichts gegen machen. Ist jetzt halt so. Und jetzt kann ich mal mit meiner Armee von oben Pyrrhus angreifen.
Tür angreifen. Aufbauen heißt. Das ist das Gegenteil, Nick. Das hast du verwechselt. Es kostet 8.840. Ach, genau wie bei meiner Trieb da unten, ja, in der Stadt. Da fehlen mir noch 1.000. Aber ich weiß, was ich dagegen machen kann. Ich habe hier noch so ein paar liebe Nachbarn, die mir beim letzten Mal schon kein Geld geben wollten. Ansonsten fragst du wieder mich, ich habe über 1.000. Aber frag mich erstmal die anderen. Habe ich kein Problem mit. Naja, gut. 300 wollen die meisten mir ja schon geben. Ja, wenn das drei machen, hast du ja schon fast 1.000. Aber nicht fast. Du kannst aber die Leute, die 300 geben würden, auch nach 400 fragen. Du kannst ja auch manuell eingeben. Kommst du ein bisschen höher und es stört die meistens auch nicht, das bisschen mehr. Die meisten wollen mir schon nicht mal 300 geben. Oh, das sind alles so eine verdammten Geizhälse. Ich hätte sie wirklich irgendwann mal einnehmen sollen. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt haben sie sich schon zu sehr daran gewöhnt, jahrzehntelang, dass sie hier unter deinem Schutz leben dürfen. Ohne dir was dafür geben zu müssen. Ja, ich nehme sie einfach ein, dann ist... Oh, dann will ich aber hier unten die Mazuden haben. Die treulosen Säcke, weil dann habe ich nämlich meine Halbinsel. Endlich. Wo du mich jahrelang vertröstet hast. Seit das Geld, 8.800. Ehrlich, wollt ihr mich verscheißern? Es fehlt 9. Na, dann frag doch mich noch schnell, ich geb's dir sofort. Also ich geb dir auch 10. Ich bin mal nicht so. Gib dir auch 100. Nee, ich frag dich nicht nochmal. Wir haben es immer noch auf der Aufnahme. Es ist die Folge der Großzügigkeit, nenne ich sie. Die Folge der Großzügigkeit. Kolonisier jetzt die scheiß Stadt und gut ist. Ich bin dein Pimp. So ist es einfach. So. Ich werde dann mit meiner Armee hier die oströmische Armee besiegen, ehe die noch stärker werden. Oh, das ist relativ ausgeglichen. Das gefällt mir nicht so. Ja, die ist auch nicht so klein. Das sind 16, 17 Mann oder was? Na, ich zieh mich mal zurück. Mach das mal. 16 Mann sind das. Ja, vielleicht lieber von der Stadt aus so gucken, was da geht. Ja, das war jetzt ein guter Versuch, aber... Aber eigentlich nicht. Lassen wir mal. Oh, aber guck mal, die oströmische Armee aus in Myra zieht sich zurück. Also vielleicht kann ich da nächste Runde dann mal irgendwie was aufbauen. Ja, ich glaube, die Ecke da, die wird noch länger ein bisschen problematisch bleiben. Auch so, wenn ich mir angucke, wie relativ stark da auch drüben die Leute in Konstantinopel sind. Also zumindest sind da Leute. Ja gut, wenn ich dann wieder gebündelt bin, ist es ja alles gar kein Problem. Aber gerade zieht sich das hier alles so auseinander. Ja, das ist nie gut. So, jetzt machen die Himja, vernichten unsere beiden Armeen. Ja. Komm. Zieh dich ruhig zurück nach Zafar, habe ich kein Problem mit. Du willst doch nach Hause, guck mal, die Leute sind seit Jahren unterwegs und... Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Weg. Es sah gerade aus, als wäre der nach Norden gelaufen. Nee, ich glaube, das täuscht. Es war nur gerade, das war so eine optische Täuschung vielleicht, weiß nicht. Oh. Okay. Ich werde gerade vom Oströmischen Reich angegriffen. Nee. Auf dem Wasser. Auf dem Wasser? Mit Schiffen gegen meine größte Hauptarmee. Nein. Kann ich mich zurückziehen? Ich kann mich... Also es zeigt zwar an, dass ich überlegen bin, aber ich weiß nicht, ob ich das dem trauen soll, weil es ist nur so 55%. Ja. Ich ziehe mich mal zurück. Ich hoffe, die verfolgen mich nicht. Die verfolgen mich. Fuck, na gut, dann muss ich es jetzt machen, ne? Aber das kann ich ja nicht manuell machen. Also gegen Schiffe, was soll ich denn da machen? Also mit meinem Paar... Ich mach das jetzt mal automatisch. Wir werden sehen. Was hat denn er? Hat er Artillerietrupps? Hat er. Dann mache ich aggressiv. Weil er hat Artillerieschiffe. Oh, bitte, nicht sterben, Leute. Nicht. Oh nein. 1200 Mann, ey, Nick. Nee. Das sollte nicht passieren. Bitte nicht. Oh Gott, bitte. Ja! Ich hab gewonnen! Wie ist das denn? Wie geht das denn? Oh. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Also, ich finde es okay für dich jetzt, aber ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht. Transportschiffe sollten gegen so eine Armee keine Chance haben. Überhaupt, also ich meine, es ist eine 8er Schiffsarmee gewesen gegen eine 20er Transportarmee. Ja, ich fülle auch meine Reihen gleich wieder auf. Ich habe kaum was verloren dadurch. Ja, und jetzt kommen die Oströmer und greifen die Jerusalem an. Schon wieder. Ja, ist mir bewusst, Nick, danke, das ist mir bewusst. Ja, kann ich jetzt auch nichts machen, ganz ehrlich. Ich habe 500 Mann gegen 1500. Ich kann das jetzt mal automatisch machen, da wird mein jüngster Sohn wahrscheinlich draufgehen bei. Ach, was für eine Scheißfolge.
Ja, oder? Ehrlich. Ja, komm, vernichtet mich. Ja, oh, aua, ins Gesicht und zack. Mein jüngster Adoptivsohn entschwindet dem Leben. Das ist die wahre Tragik. Ja. Der Antike. Die persönliche Komponente, weißt du? Aber sind sie jetzt aus der Stadt? Sie haben ja, nur die Truppe getötet und ja, so? Ja, das war purer Hass. Das war einfach nur ja. Hass. Die haben nur das Flüchtlingsheim angezündet und sind dann wieder lachend weggerannt. So war es nämlich. Wir werden die Worte beiseite legen und unsere. Was, wer will was? Diese Fraktion hat euch den Krieg erklärt? Die östlichen Separatisten? Was? Warum? Ich bin da oben? Warum? Also, was wollen die von dir? Deren verbündet. Weißt du, was denn ich? Vielleicht verbündet irgendwie mit dem Oströmischen Reich, das kann ja auch nicht sein. Weil die haben mich ja gerade mal angegriffen. Du, ich sag jetzt einfach mal, ja, okay, macht ruhig. Ich hab schon auf okay ja. geklickt. Kannst du da noch was machen? Wir waren kurz weg, Festplatte war voll. Soll jetzt aber kein Problem sein, weil wir machen sowieso eine Pause. Die Folge ist ja schon ziemlich lang. Ja. Es ist auch nur Scheiße passiert in der Folge. Das hatten wir lange nicht mehr, so einen Kack. Ich habe Jerusalem, wurde abgebrannt und hier steht immer noch eine riesen oströmische Armee direkt neben mir. Irgendwie hat es meine größte Hauptarmee hat es irgendwie geschafft zu überleben, ohne dass ich weiß wie, diese Schiffsangriff. Also, ja. Ach, keine Ahnung. Und eigentlich ist alles doof. Oh ja, und mir haben die östlichen Separatisten den Krieg erklärt. Die sind übrigens hier im Osten. Die da. Das sind jetzt meine Feinde. Da. Also wenn ihr wisst, warum sie das getan haben, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.